Liebe Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Intensivstationen, den OPs, den Normalstationen, den Notaufnahmen und dem Rettungsdienst. Aktuell wird viel über den Impfstoff der Firma AstraZeneca diskutiert. Das ist ein sogenannter Vektorenimpfstoff. Sie fragen sich sicherlich, was ist ein Vektorenimpfstoff? Forscher versuchen auch über diese Technik Informationen zum Aufbau von Antikörpern in den Körper zu schleusen. Über Vektoren, eine Art Erregertransporter. Solche sogenannten Vektorviren können sich in Menschen vermehren, ohne eine Erkrankung auszulösen. Vektorenimpfstoffe sind bereits gegen das Ebola- oder Dengue-Virus im Einsatz. Die meisten der derzeitigen Impfstoffkandidaten setzen auf Adenoviren, Adenovirus 26 oder Adenovirus 5. Das sind Erkältungsviren aus Schimpansen, die bei Menschen keine Erkrankung auslösen. Projekte aus Deutschland setzen darüber hinaus auch auf ungefährliche und entschärfte Masern- oder Pockenviren. Im Grunde übernehmen sie die Funktion, die die Lipidschicht, die Lipidnanopartikel, bei Messenger-RNA-Impfungen hat. Sie dienen als Träger, um den Impfstoff bzw. das genetische Material, um entsprechende Proteine zu produzieren, in die Zelle zu bringen. Das kann dann entweder das Spike-Protein als Ganzes oder aber wieder eine Art Bauplan sein, eine DNA beispielsweise. So funktioniert eine Vektorimpfung im Detail. Der Vektorimpfstoff ChAdOx1S der Firma AstraZeneca etwa enthält DNA im Gegensatz zur Messenger-RNA bei den Messenger-RNA-Impfstoffen der Firma BioNTech oder der Firma Moderna. Der Impfstoff wird aus einem Virus, dem ChAdOx1, hergestellt. Das ist eine geschwächte Version eines Erkältungsvirus, Adenovirus, das Infektionen bei Schimpansen verursacht und das genetisch so verändert wurde, dass es unmöglich ist, dass es beim Menschen vermehrt wird. Also es ist nicht, wie wir das sagen, replikationskompetent. Wie funktioniert das nun im Detail? Die Impfung wird, wie üblich, in den Oberarmmuskel injiziert. Der DNA-Bauplan für das Spike-Protein ist im Transporter-Virus, dem Vektor, eingeschlossen. Das Vektor-Virus dringt in die menschliche Zelle ein. Dort entlässt sie die DNA ins Zellplasma. Diese DNA wandert dann in den Zellkern. Dort wird die DNA in Messenger-RNA umgeschrieben und wieder ins Zellplasma entlassen. Dort wird sie von Ribosomen abgelesen, genauso wie auch unsere eigene Messenger-RNA, die unser Körper jederzeit nutzt, um Proteine herzustellen. Anhand der RNA-Sequenz bauen die Ribosomen dann das Spike-Protein zusammen. Die Spike-Proteine werden aus der Zelle geschleust. Dendritische Zellen, das sind Immunzellen, präsentieren Antigene wie das Spike-Protein gegenüber anderen Immunzellen auf ihrer Oberfläche. Das Immunsystem produziert nach und nach Antikörper, um sie unschädlich zu machen und die vor einer erneuten Infektion zu schützen. Vorteile und Nachteile von Vektorimpfstoffen. Vektorimpfstoffe sind schon länger im Einsatz, etwa gegen das Ebola- oder Dengue-Virus. Beide Krankheiten sind mit SARS-CoV-2 nicht vergleichbar. Aber über die grundsätzlichen Wirkprinzipien der Impftechnik wissen Forscher schon mehr und können das Wissen übertragen. Beispielsweise gibt es bei Vektorimpfstoffen das Hindernis, dass der Körper sein Immunsystem vor allem gegen das Adenovirus, dem Vektor, dem Träger, als Fremdling trainiert, dass er eigentlich nur der Transporter für den Impfstoff ist. So aber wird es bei einer weiteren Impfung bekämpft.
noch ehe es das Antigen oder den Bauplan in die menschliche Zelle schleusen konnte. Die Immunantwort auf den eigentlichen Erreger wie SARS-CoV-2 fiele dann womöglich geringer aus. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihr Uwe Janssens.